Hallo, ich zeige euch heute meine Roomtour. Die war relativ angefragt und ja, ich hoffe, ihr könnt euch vielleicht so ein bisschen Inspiration daraus ziehen. Und ich habe schon vor 2 Jahren oder so meine Roomtour gemacht. Das war, bevor wir hierher gezogen sind. Und jetzt ziehe ich in einem Monat wieder um. Und deswegen ist es auch so eine kleine Erinnerung an mich. Und dann kann ich mal so vergleichen, wie war mein Zimmer so mit 18, wie war mein Zimmer so mit 16, wie ist dann vielleicht mein Zimmer so mit 20, mal schauen. Deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns dann am Ende wieder. Tschüss! So, also das ist so der Blick, wenn man die Tür öffnet von dem Zimmer. Und das Erste, was man dann quasi sieht, wenn man reingeht, ist dieses Poster hier. Das ist von einer Band, die heißt Beartooth. Die machen Metalcore. Und ich fand das Poster eigentlich ziemlich schön und das hat mir mein Freund geschenkt, deswegen habe ich es da hingehängt. Und dann auf der anderen Seite von der Tür hängen einfach nur so Jacken, einmal meine Winterjacke und dann noch so ein Mantel. Von meiner Tür aus bekommt man dann erstmal einen Blick auf so zwei Kästen mit Bier. Die sind tatsächlich noch von meinem 18. Geburtstag übrig. Ich hatte im November, also ja, man merkt schon. Aber Kinder, ja, Bier und Alkohol nur in Maßen konsumieren, aber ich denke, das wisst ihr und ja, ich möchte ja jetzt kein schlechtes Vorbild sein, aber ich bin 18 und mal so ein Bier am Wochenende, das geht schon. Ich möchte ja auch ehrlich zu euch sein. Rechts oder links? Machen wir mal links. Dann, hallo, jetzt könnt ihr mich sehen. Den Spiegel habt ihr vielleicht schon mal in Videos gesehen. Das ist hier einfach so ein Ganzkörperspiegel, den ich habe. Und tut mir leid, dass der jetzt nicht so schön aussieht. Ich habe vergessen, den zu putzen. Woher der ist, kann ich leider nicht sagen. Aber ich finde den sehr schön, weil er hier eben so einen schönen Goldrahmen hat. Und ja, ich fand, das hat eigentlich ganz gut in mein Zimmer gepasst. Dann direkt neben meinem Spiegel habe ich hier so ein Regal. Das war ursprünglich mal braun. Hier oben habe ich so ja, einen Lockenstab, mein Glätteisen und sowas wie Bürstenkämme. Ja, was ich halt so für meine Haare brauche. Dann darunter, das hier sind vor allem eigentlich auch Haarprodukte, also sowas wie Trockenshampoo oder Haarspray, aber auch ein bisschen gemischt. Und den, also woher das Regal ist, weiß ich leider nicht, aber den Korb, den habe ich von meinem Euroshop, das fand ich eigentlich ganz cool, der ist aus Plastik. Darunter habe ich dann zwei Paar High Heels, wobei ich sagen muss, dass ich eigentlich nie High Heels trage und die grauen sind zum Beispiel auch komplett neu. Die schwarzen trage ich, wenn ich mal irgendwie was mit hohen Schuhen habe, aber eigentlich auch nicht so wirklich. Ja, dann darunter, da ist einfach so eine Box und das sind so Sirup-Dinger, die habe ich zu Weihnachten geschenkt gekriegt. Und dann habe ich hier noch eine Kiste, da sind noch Schuhe drinnen und da eine Waage, aber die funktioniert nicht. Wie man sehen kann, habe ich hier quasi so eine Nische in der Wand. Und in meinem alten Zimmer hatte ich ja noch so einen holzfarbenen Kleiderschrank, aber ich habe einfach gemerkt, dass mir ein Kleiderschrank einfach zu wenig Stauraum bietet. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich mir einfach so Kleiderstangen kaufe, wenn ich eh so eine Nische habe und da meine ganzen Sachen offen hinhängen. Eigentlich wollte ich hier vor dem kompletten Ding noch so einen weißen Vorhang haben, aber da ich jetzt ja umziehe, lohnt sich das jetzt nicht mehr, das noch für einen Monat ran zu montieren. Und wie man vielleicht erkennen kann, habe ich hier so ein bestimmtes Schema. Oben links sind meine Hosen, die sind alle nach Farben sortiert, also immer von hell nach dunkel quasi. Und die habe ich alle auf holzfarbene Kleiderbügel aufgehangen, das finde ich ganz schön. Dann hier, das sind eigentlich so meine kurzen Oberteile oder Crop Tops. Ja, da habe ich eigentlich nur weiß, grau und schwarz. Und falls ihr euch fragt, die Luftballons da, die sind auch noch von meinem 18. Geburtstag. Irgendwie war das noch so eine Erinnerung und das fand ich ganz süß und die hängen da halt jetzt noch. Die sind halt schon ziemlich lasch. Dann habe ich hier auf der linken Seite unten so meine längeren Oberteile, also so Tanktops, aber auch ja, dünnere Shirts und ja, langärmliche Oberteile. Und die habe ich hier auch wieder von schwarz nach weiß sortiert. Und ja, wie man sieht, ich habe schwarz, grau, so ein paar rote Sachen und weiße Sachen, aber sonst einfach überhaupt gar keine Farbe. Und dann habe ich hier Jacken und Kleider und halt so längere Sachen aufgehängt. Ja, da ist ein bisschen weiß, aber wie man sieht, ist es wieder sehr schwarzlastig. Genau, und dann unten habe ich da einfach noch so Kisten, wo halt, ja, verschiedene Sachen, also zum Beispiel Klamotten, Sommerklamotten jetzt, weil wir jetzt noch Winter haben oder Frühling, wie man es nimmt. Und die sind einfach in den Kisten da, fand ich ordentlich. Und da hinten stehen noch so ein paar Getränke. Dann daneben habe ich hier so eine Deko-Metallpuppe, was auch immer. Die kommt aber weg.
Und dann habe ich hier auch noch von IKEA so eine Kommode. Ich weiß gerade nicht mal, wie die heißt. Das ist nicht die Hemdeskommode, das ist die günstigere. Und da habe ich im obersten Schubfach noch weitere Oberteile drinnen. Dann im mittleren Schubfach habe ich Unterwäsche, Socken, Handschuhe und sowas. Und unten habe ich noch verschiedene Vorratssachen. Das kann ich auch gleich nochmal zeigen. Und hier oben an der Wand hängen dann ganz viele Fotos und auch in der Mitte meine Konzertkarten und so. Die sammle ich gerne. Das finde ich eigentlich ganz schön. Genau, und die habe ich dann hier auch wieder so mit holzfarbenen Wäscheklammern aufgehangen. Das sollte einfach so mein Zimmer ein bisschen persönlicher machen. Dann hier auf der Kommode sind dann meine Nagellacke, Lippenstifte. In diesem braunen Holzding sind so Haargummis und sowas. Und in dem hinteren Kerzenwindlicht sind meine ganzen Tunnels und Plugs, weil ich ja keine Ohrringe trage. Und diese Windlichter sind von IKEA. Dieses, da wo meine Nagellacke draufstehen, ist auch von IKEA. Und die Blumen sind auch von IKEA. Hier kann man dann nochmal so ein bisschen in mein Vorratsding reingucken. Ist jetzt nicht so mega ordentlich, aber ja. Wenn man sich dann quasi umdreht gegenüber von meinem mehr oder weniger Kleiderschrank, habe ich dann hier so einen Kleiderständer, der ist auch von IKEA. Übrigens die Kleiderstangen an der Wand, die sind auch von IKEA. Ja, und da habe ich hier quasi so meine Hemden. Ich habe sehr viele Hemden, aber auch meine ganzen Strickpullis. Auch wieder versucht, so ein bisschen nach Farbe zu sortieren. Und je nach Jahreszeit sortiere ich auch immer aus und wechsle halt um, ob da jetzt Strickpullis hängen oder andere Sachen. Und das finde ich eigentlich ganz praktisch. Außerdem ist dann, finde ich, auch das Bett irgendwie nochmal so ein bisschen abgetrennt. Das mag ich eigentlich auch ganz gerne. Und was cool an dem Kleiderständer ist, ist eben, dass da unten, das sieht man jetzt zwar nicht so gut, aber da ist noch so ein Gitter. Da kann man dann quasi nochmal Schuhe draufstellen. Und unten drunter habe ich auch nochmal Schuhe auf den Boden gestellt. Das sind einfach so die Schuhe, die ich am meisten anziehe. Also das rechts sind Nike Freeze, aber die sind sehr verranzt. Die ziehe ich nur zum Arbeiten an, weil ich nicht so der Nike-Fan bin. Dann einmal weiße Chucks, einmal schwarze Chucks und einmal schwarze Vans. Genau, und dann davor stehen einmal noch so Fake-Ugg-Boots, aber die ziehe ich eigentlich nur an, wenn ich mal kurz den Müll runterbringe oder so, weil ich jetzt auch nicht so der Mega-Fan davon bin, aber ja, ist ja Geschmackssache. Und daneben stehen dann noch meine Winterschuhe, die sind von H&M, habe ich auch in meinem letzten Haul, glaube ich, gezeigt, genau. Dann hängt hier entweder meine Handtasche, die ich im Moment benutze, oder ich schmeiße über das Geländer von meinem Bett meistens auch einfach irgendwelche Jacken, die ich gerade benutzt habe. Und dann geht es hier weiter zu meinem Bett. Das Bett heißt Leerweg oder so, ist auch von IKEA. Das ist das 1,40 auf 2 Meter Bett. Und ja, von der Perspektive aus filme ich auch immer meine Videos. Hier ist dann noch mein Bring Me the Horizon Stamp Eternal Poster, was ich letztes Jahr von meinem Freund zu Weihnachten bekommen habe. Und die Bettwäsche ist die Rosalie-Bettwäsche von IKEA. Dann an meinem Bett ist jetzt auch nicht so wirklich Spannendes. Ich habe hier einmal meine Robbe, die heißt Roberto. Und dann habe ich hier noch den Esel von Winnie Pooh. Falls es hier noch Leute gibt, die Winnie Pooh noch kennen, das ist der Esel eben davon und den hat mir mein Freund in Freizeitland Geiselwind an so einem Automaten rausgeholt. Und der ist so weich und ich finde ihn einfach süß, deswegen ist der in meinem Bett, auch wenn ich 18 bin. Man kann immer Kuscheltiere haben. Genau, ich habe versucht, mein Bett irgendwie ein bisschen schön herzurichten, aber ich finde, auf dem Video sieht es jetzt trotzdem nicht so schön aus mit den Kissen, aber ignorieren wir das einfach. Dann liegt hier auf meinem Bett immer mein iPhone-Ladekabel, weil ja, iPhones gehen relativ schnell leer, zumindest meins. Und dann habe ich hier ja, so einen Nachttisch, der ist auch von IKEA. Der ist, glaube ich, von derselben Linie wie meine Kommode auch. Aber ich weiß es jetzt nicht genau. Und ja, genau, also in der Schublade sind einfach so, ja, Nachttischsachen, die man so braucht. Und unten habe ich noch eine Steckerleiste mit allen möglichen Ladekabeln. Und diese schwarze Box, die da steht, die habe ich auch vom 1-Euro-Shop. Ist mega praktisch, weil da ist mein ganzer Kabelsalat drinnen, weil ich habe unzählig viele Ladekabel für alles Mögliche. Und da ist es einfach gut verstaut. Und auf meinem Nachttisch an sich liegt halt meistens mein Handy. Dann habe ich da noch Kerzen. Dann habe ich da ein Foto von meinem Freund und mir, von meinem 18. Geburtstag. Und noch so eine Lampe, aber die weiß ich ja auch nicht, wo die her ist. Die habe ich von meiner Mutter stibitzt. Und dann habe ich quasi hier meine Heizung und mein Fensterbrett. Und ich muss sagen, obwohl ich ziemlich in der Stadt wohne, habe ich eigentlich einen schönen Ausblick. Den zeige ich jetzt aber aus privaten Gründen nicht komplett.
Und ja, auf meiner Fensterbank stehen dann hier einmal so eine Kunstpflanze, so grasmäßig, ist auch von Ikea. Der Topf ist auch von Ikea. Und dann habe ich hier einmal diese drei Kakteen, die haben ja auch ungefähr alle weiblichen YouTuberinnen. Ja, die sind auch von Ikea, die kosten glaube ich 5 Euro oder so. Und dann, da bin ich extrem stolz auf mich, habe ich hier eine echte Aloe Vera Pflanze. Die Kakteen sind übrigens auch echt. Und das ist die einzige Pflanze, die ein Jahr lang bei mir überlebt hat, weil ich habe überhaupt keinen grünen Daumen und bei mir sterben immer alle Pflanzen, aber die Kakteen und die Aloe Vera leben jetzt schon ein Jahr und genau, die ist wie gesagt auch von Ikea. Und wir haben jetzt zwar schon den 1. März, aber da steht trotzdem noch ein Schneemann, den ich zu Weihnachten gekriegt habe. Ich, keine Ahnung, ich fand den irgendwie süß. Dann bei dieser Perspektive von meinem Zimmer habe ich hier so ein Eckteil von dem alten Sofa von uns hingestellt. Und da ist noch so eine Yogamatte, die ich aber eigentlich nie benutze. Und meine Softbox, die ich mir jetzt geholt habe. Genau, dann ist eben hier dieses Sofa-Eckteil, da weiß ich leider auch nicht, woher das ist. Da habe ich eben passend zu meinem Bett, zu meiner Bettdecke und zu meinem Kopfkissen so ein Stück Stoff von diesem Rosalie-Stoff eben und habe das nochmal da drüber getan, weil ich finde, das sieht dann halt einfach ein bisschen schöner aus. Und da liegt meistens mein MacBook. Dann daneben steht noch so eine Lampe, die ist auch von Ikea, weiß ich jetzt leider auch nicht, wie die heißt, aber die haben eigentlich auch sehr viele Leute und meine Gitarre. Meine Gitarre ist aus Spanien. Und dann habe ich hier noch so eine Uhr, die ist von DM. Fand ich eigentlich auch sehr schön. Und hier oben an der Wand habe ich dann wieder so ganz viele Fotos aufgehängt von Freunden und Familie und solche Sachen. Und jetzt könnt ihr mich wieder ein bisschen sehen. Habe ich nämlich hier daneben meinen Schminktisch und der ist von Amazon. Der hat auch nur so 80 bis 100 Euro gekostet. Und da war auch ein Stuhl dabei und der ist zwar eigentlich relativ klein, also kleiner als dieser, den es bei Ikea gibt, aber der reicht mir vollkommen. Und in der Schublade habe ich so das meiste von meinen Schminksachen. Ja, dann habe ich hier halt so Pflegeprodukte, nochmal einen kleinen Vergrößerungsspiegel, eine Uhr nochmal, weil ich muss immer auf die Uhr gucken, wenn ich mich früh fertig mache und die andere Uhr an der Wand sieht man von da nicht. Ja, hier habe ich meine Pinsel. Und meine Sonnenbrillen hängen hier, beziehungsweise die beiden, die ich am meisten anziehe. Ja, hier drin sind halt wie gesagt meine Schminksachen, ein Stuhl und noch ein Mülleimer, ist sehr praktisch am Schminktisch. Und dann habe ich hier an der Seite von meinem einen Schrank einmal von Hazel the Nut so einen Aufkleber, den habe ich bei einem Konzert bekommen und das auch unterschrieben, habe ich mich gefreut. Und dann nochmal von Burning Down Alaska ein Aufkleber, das sieht man jetzt zwar nicht, aber der ist auch unterschrieben, habe ich mich auch sehr gefreut. Und worüber ich mich richtig gefreut habe, letztes Jahr, hat mir mein Freund quasi dieses Bild gezeichnet. Und ich finde, es sieht halt mega professionell aus, aber er hat es einfach mit einem Bleistift gezeichnet. Und vielleicht wissen es einige, aber Bring Me the Horizon ist meine Lieblingsband. Und ja, ich habe mich einfach mega gefreut, dass er sich so viel Arbeit gemacht hat und das halt so schön hingezeichnet hat. Und deswegen habe ich das da aufgehängt und sehe das dann quasi jeden Früh, wenn ich mich fertig mache. So, dann geht es hier weiter. Da habe ich eben dieses Regal, das ist ja auch ganz bekannt, ist auch von Ikea. Da oben drauf steht einmal ein kleiner Verstärker, wobei ich den eigentlich jetzt nicht mehr so benutze. Das war ursprünglich mal ein Mikroverstärker. Davor steht so eine Wackelkopffigur vom Groot, das habe ich auch von meinem Freund geschenkt gekriegt. Und meine Anlage. Und daneben liegt noch mein iPad, weil ich meistens das iPad an die Anlage anschließe und dann Musik über Spotify höre, wenn ich nicht Radio höre. Dann hier in dem einen Regal sind einmal so ein paar Süßigkeiten. Dann vorne steht das Parfüm, was ich eigentlich so jeden Tag benutze. Und in dieser Dose hinten sind ganz viele andere Parfüme, die ich nicht so oft benutze. Und dann in dem anderen Windlicht sind noch so Sachen wie Nagelpfeile, Zahnbürste zum Mitnehmen und so weiter. Dann hier, das ist jetzt leider ein bisschen dunkel, aber da ist einfach so eine Handtasche drinnen. Und das erkennt man zwar gerade nicht, aber die Tasche für mein iPad. Dann habe ich hier in dem Fach einmal solche hohen Schuhe, die ich mega schön fand, aber bis jetzt echt nur ein einziges Mal angezogen habe, weil ich einfach nicht so der hohe Schuhe-Mensch bin. Und dahinter in der Tüte sind meine Bikinis drinnen. Dann hier in dieser pinken Kiste sind so Bastelsachen und so... ja, so Schreibsachen und so. Und hier unten auf der linken Seite sind meine Schulbücher drinnen.
Daneben sind so ein paar Kochbücher und das fand ich ganz süß, weil dieses Säckchen oder was es ist, hat die Mutter von meinem Freund selber genäht. Und da habe ich einfach so meine Cremes, die ich halt immer benutze, drinnen. Und dann hier unten in dieser Box mit den Geistern drauf sind einfach noch mehr Schuhe. Und auf der rechten Seite sind meine Schulsachen drinnen. So, und jetzt wird es auch langsam schon ziemlich dunkel. Das war es jetzt eigentlich auch mit meinem Zimmer. Jetzt sind wir wieder bei meinem Bierkasten angekommen. Ist ja super, damit anzufangen und wieder aufzuhören. Ja, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was euch so am besten in meinem Zimmer gefallen hat oder was euch vielleicht auch nicht gefallen hat. Und ich hoffe, dass es irgendwie vielleicht ein bisschen eine Inspiration für euch war und es war sehr angefragt. Deswegen habe ich das jetzt gemacht. Und ja. Und das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was euch so am besten oder am wenigsten in meinem Zimmer gefallen hat oder ob ihr vielleicht irgendwelche Sachen auch habt. Ich habe ja eigentlich fast alles von IKEA. Und es würde mich freuen, wenn ihr vielleicht so eure Videowünsche mir mal in die Kommentare schreiben würdet. Dann kann ich da mal so ein bisschen drauf eingehen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Fluffy unicorns dancing on rainbows.